Stadthalle Werl zu ungewohnt früher Stunde. Kühnen. So, mit Blick auf die Werler Stadthalle sind wir jetzt schon wieder im Auto unterwegs und fahren jetzt nach Soest. Ist recht schwierig, uns beide auf dem Bild zu behalten. Aber wir haben jetzt hier in Soest geparkt und machen aus Werl Soest, Soest Werl Soest. SWS. Was ja ziemlich nah an SOS ist. Aber gut. Haben trockene Sachen im Rucksack dabei, damit wir uns dann in der Pause zwischen Ankunft und Start des offiziellen Laufs auch nicht erkälten. Claudia, warum machen wir das? Komische Frage. Wir kriegen da so komische Einladungen auf Facebook. So leer werden wir den Marktplatz heute nicht mehr sehen. Wenn wir wiederkommen, ist er ziemlich voll. Und da steht, glaube ich, schon der Rest der verrückten Truppe vor dem roten S. Hier ist die Bühne, auf der werden gleich die Sieger geehrt. Und hier ist das Ziel. Da dürfen wir dann die Stoppuhr anhalten. Dann wird hier alles ziemlich voll sein. Und ich bin mal gespannt, wann wir dann hier eintreffen. Für Bratwurst ist schon mal gesorgt. Zum wilden Mann. Auch ganz nett. Frank ist da. Hallöchen. Pünktlich wie die Maurer. Da kommt der Mann, der uns den gesperrten Parkplatz empfohlen hat. Ihr dürft mit Eiern werfen. Hallo. Heiko, hier ist die Bratwurst. Er sucht das Bier, nicht das Bratwurst. Nein, das kann ich jetzt nicht vergessen. Schön, dass ihr alle da seid. Unser Trainingslauf, 30 Kilometer Silvester. Super prima. Danke euch. So, wer Soest back to back, dann wollen wir das Projekt mal beginnen. Ich hab einen frischen Schlüpper an. Ah, du warst da mit dem Schlüppi? Ich hab den frischen Schlüppi. Ich habe noch keinen Batteriken. So, sollen wir? Ja, wir können. 3, 2, 1, los. Frühstart. Auch das noch. Ist das hier netto oder brutto? So, bis später. So, wer soest back to back? Wo ist der Guide? Hier! Wollen wir mal gucken, wie die Strecke von hinten aussieht. Manche Strecken sehen ja tatsächlich aus der anderen Richtung anders aus. Wollen wir mal gucken. Da kommen sie alle. Es geht rechts ab und Frank läuft Richtung Welver. So wie es sich gehört. So, die Straßen sind noch leer. Die Partys haben noch nicht begonnen. Schade eigentlich. Und die Verrückten sind unterwegs. Ja, das ist halt unsere Silvesterparty. Wer soest, Prost. So, die Strecke ist schon gesperrt. So, da kommen schon die Shuttle-Busse. Ja, man kann hier auch 5 Kilometer laufen. Alle auf mich gewartet. Ich fühle mich geehrt. So, da kommen die ersten Wanderer. Bis später. Sind wir gleich schon im legendären Ampen? Da steht irgendwas von Dorf seit 800 irgendwie. Aber seitdem ist da auch nicht mehr viel passiert, glaube ich. Außer dass einmal im Jahr wir hier durchlaufen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Amtner beleidigt. Ist auch schön, die gefürchteten Steigungen mal von der anderen Seite zu belaufen. Herr Günther?
völlig neue Strecke. Da ist es, das Ortsausgangsschild von Ampen. Ja, die Party ist schon vorbereitet, aber die sind noch spät dran. Hier habe ich letztes Mal eine Bierflasche runtergeschmissen, als wir mit dem Henning hier ein Bier getrunken haben. So, hier in Ampen. Hier startet gleich der 5-Kilometer-Lauf. Oder die Bratwurst. Und da ist der Shuttlebus. Der lädt jetzt gerade die 5-Kilometer-Läufer aus. Oh, guck mal, der ist interessant. Ihr seht interessant aus. Lauft ihr auch 5 Kilometer? Ja. Wollt ihr eine neue Bestzeit aufstellen? Das seht ihr nach raus. Nein. Der Windschnitt im Kostüm, nicht? Das ist for fun. Alles gut. Na, dann sehen wir uns später beim Ziel. Ja, alles klar. Wir laufen mal zum Start. So, der Verpflegungsstand. Oh, Waffeln. Sieht gut aus. Schon Wasser. Aber noch brauche ich nichts. Nee, danke. Wir kommen gleich nochmal vorbei. Ciao. Und wer jetzt noch nicht glaubt, dass Ampen eine Weltstadt ist, hier ist der Beweis. Und da ist meine Einheit. Auf geht's. So, hier heizt auch einer mit Feinstaub, aber ist egal. Hauptsache, schmeckt gleich. Schöne Weihnachtsdeko hier noch. Long and Winding Road, sang Paul McCartney früher. Ich hier von der Streckenkontrolle. Kommt in die Outtakes, weißt du doch. So, was ich an der Strecke so mag, ist ihr landschaftlicher Reiz. Wobei die A2 setzt da drüben schon Akzente, das ist ja gar nicht. Ja. Läufst du auch von Werner Soest? Ich danke dir. Traditionell hier, dann mal los. Wissen nicht, was dieser freundliche Shortstadtfeger empfiehlt, in klassischem Kostüm, aber nehmen wir an, das Ding bringt Glück. Ja gut, habe ich noch nie, also insofern. So, nach vorne kommen jetzt die Wanderscharen. Das sind die Leute, die die Wanderkarte haben. Kommen uns die Massen entgegen. Ah, da ist ein Kind drin. Ich dachte, da wäre Bier drin. Also in Frankreich würde ich mir jetzt Sorgen machen. Viel Spaß. Und Schalker, das ist immer gut. Super. In der Zeckengegend hier. Noch mehr Gelbwesten. So, wir nähern uns dem legendären Osttunnel. Achtung! So, nach vorne ist das Dorf schon schwarz voll Menschen. Da kommen die ersten Party-People. Prost! Alles klar! Das ist das Ortsschild von Osttunnen. Danach kommt nur noch Westtunnen und dann sind wir schon da. Danke! So, die erste Party der Strecke. Hey, der Bollerwagen da! Stimmung! Was? Ihr habt den Job gleich. Wen fährst du? Den dritten Mann. Da bin ich raus. Aber egal. Kannst du weiter vorne laufen. Also vor dem dritten sind noch zwei frei. Ja, das ist gut. Da bin ich ja beruhigt. Ja, dann wird in der Back-to-Back-Wertung nichts werden heute. Du hast da eine Chance. Kommt die Bundeswehr, dein Freund und Helfer. Und da fahren jetzt die Radbegleiter. Mama, los! Na dann. So, wir verlassen das gastliche Osttunnen und weiter geht's durch die abwechslungsreiche Landschaft. So, da vorne kommt so ziemlich dein Ekelhaftester, was dir passieren kann auf der Strecke. Nämlich die Kunden vom FC Bayern München. Lustig ja, ne? Falsche Richtung! Falsche Richtung! Falscher Verein, das ist viel schlimmer! Böser Verein!
Wir sehen uns doch von hinten gleich. Alles klar. Ciao. Aber ihr seid nur Zweiter, das wisst ihr, ne? Ja, ich bin Schalker, ich darf das sagen. Und während der Wolle Petri sich langsam nach hinten entfernt, geht's wieder den Berg hoch Richtung Westtönnen. Ich kann den Kirchturm schon sehen. Die Soester Börde, unendliche Weiten. Ja, da war die Gasse für den führenden Walker. Kurz vor Westtönnen, ja, dann üben wir noch mal. Die Choreografie üben wir noch. So, Westtönnen. Das berüchtigte Westtönnen. Kommt westlich von Osttönnen, wie der Name schon sagt. Bravo! Bis Zweiter, alles gut. Wuhu! So, hier ist die Partyzone von Westtönnen. Da kommt die Gruppe mit der ökologischen Anreise. Ja, wir kommen gleich wieder. Genau. Prost! Wer soßt, Prost! Alles klar! So, und wer uns jetzt entgegenkommt, sind nicht mehr die Wanderer, sondern die Walker. Zu erkennen an der Funktionskleidung und den fehlenden Bierflaschen. Noch nie, 50 Walker von vorne. Viel Spaß! Jetzt bin ich ja der Geisterläufer. So, wir verlassen wieder das beschauliche Westtönnen und da sind wir gleich schon in Soest. Ist der Spaß schon vorbei. Dann dürfen wir. Ja, wir gucken uns mal die Strecke an vorher. Das ist immer gut, wenn man die besichtigt hat. Da weiß man, wo man welche Pace laufen muss und so. Ja. So, und von hier oben haben wir eine wunderbare Aussicht auf den ersten Anstieg, den wir gleich hochlaufen dürfen. Und da vorne ist schon die Ortsausgangsparty. Und wir kommen jetzt so langsam an. Dafür haben wir gleich Rückenwind, ist auch nicht schlecht. So, da ist das Ortseingangsschild, Werl. Wallfahrtsstadt. Sind auch wie die Wallfahrer. Ortseingangsparty und Warschneiderbogen. Achtung, Hashtag Werbung. Hashtag. Ja. Hey. Ja, da kommt die Elite, die läuft sich warm. Da sind wir raus aus der Favoritenrolle nach der Anreise. So, und während wir uns zum Foto aufstellen, läuft sich die Elite langsam warm. Hier werden wir wahrscheinlich einen der Sieger des Läufes sehen heute. Der ist ja auch so verrückt. Hand mich! Die berühmte Kurve. Hey, Ralf Silke, hallo! Hey! So, da sind wir! Jawohl, ja! So! War klar! Foto! Glückwunsch, Leute! Sauber! Das war sie! Unsere ökologische Anreise zum Silvesterlauf. 15 Kilometer hin und jetzt beginnt der Wettkampf. Da ist der Sparky, wir wissen nicht, was dieser freundliche Hase empfiehlt, aber die Anreise war schon mal klasse. Ja, war ja klar, darf nicht fehlen, Bratwurst zum Bier in der Laufpause.
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, so weit habe ich mich noch nie warm gelaufen. Und gleich ein bisschen flotter nach Gefühl, aber völlig stressfrei in den letzten Kilometer des Jahres. Sind ja nur noch 15. Und wie war es bei euch? Sehr schön. Sehr schön. Laufen wir nochmal zurück oder nehmen wir einen Bus? Wir sind im Bus. Okay. Was steht da? Bis 60 Minuten, ja, dann bist du richtig. Da steht ja nicht drauf, wie weit er dann gekommen sein muss. Da sind sie. Hey, ist er ja doch da, Alba. So, da haben wir sie gefunden. Grüße von Western aus Deutschland. An der Werner Stadthalle. Wir haben hier einen Top-Sale, wer möchte. Drei der Favoriten der Männer und Frauen begrüßen. Wir starten mit. Jawohl, wunderbar. 5 minutes to go. So, ich gebe noch mal ganz kurz das Mikro weiter. Einen Startschuss geben wir. Aber wenn man sich langsam von hinten nach vorne läuft, dann lernt man viele neue Leute kennen. Das ist gut. Vereine vom Nah- und Fern. Schön, dass ihr alle da seid. Ohne euch wäre noch nicht das, was er ist. Those were the best days of my life. So, los geht's. Oh, der freundliche Elefant läuft auch mit. So, und irgendwie habe ich das Gefühl, hier war ich heute schon mal, aber ist egal. Jetzt wird's ernst. Ja. Herr Thomas, wie ist es? Hey, Herr Saurus. Guck mal, lange sind alle. Halt dich an mich, ich kenne die Strecke. Du hast am Arm gemacht, Herr Dieter. Da sind wir die guten Vorsätze fürs alte Jahr vor mir. Wir ziehen das ganz nüchtern durch. Die Herren von der Feuerwehr im Vollschutz. Respekt, warum macht man sowas? Weil man verrückt ist. Gut. Was anderes will, fällt mir das nicht. Der macht Werbung für veganes Laufen daneben mir. So. Der Bandwurm der Läufer zieht sich Richtung B1. Die Tanja und die Alba. Die Alba sieht man gerade nicht, nämlich hinter der Tanja, hallo. Wer ist denn da? Helmut! Hi! Vier Läufer hier. TV Flerke. Ja! Na? Aber ihr habt ja schon 15 hinter euch, ja. Aber ganz locker. Die Bayerische Trachtengruppe. Ja, genau. Ich sah nur etwas anders aus. Genau. Besser, schlechter, man weiß es nicht. Ja, da sage ich jetzt nichts zu. Ja, genau. Du hast dich aufgehört zu filmen, der war. Genau. Ja, der ist auch nett, der Spruch. Hör auf zu schnaufen. Ist das Laufen vor dem Saufen. Ja, sehr nett. Und Leute, die nächsten beiden Kollegen im Vollschutz. Ja, unglaublich. Schon eine Leistung. Da ist das Hinlaufen halb so wild. Vorne taucht schon der Westhünden auf. Da waren wir ja gerade schon. Wahnsinn, schönes Bild hier. Westhünden, da sind wir wieder. Da geht aber lauter. Was ist los hier am Friedhof? Können wir mal hören? Ich hab doch gesagt, ich komm wieder! So, nächster Ort ist geschafft. Kommen noch ein paar. Ja, sollst du dich glauben. Eine geile Stimmung hier mitten auf dem Feld. Läuft super. Aber Leute, ich glaube, das geht doch nur lauter, oder? Ja, bitte. So, und da vorne haben wir den schönen Blick auf die Weltstadt Osthönnen. Haben wir eine geile Stimmung hier im Dorf.
Sehr schön hier. Jetzt geht es auch wieder berghoch. Vielen fleißigen Helfer am VP. Die letzte Steigung raus. Cordula, hallo. Hi. Alles klar, läuft gut? Ja, kommt gleich. Da sind wir wieder im schönen Ampen zum zweiten Mal heute. Sehr schön. Weltstadt in der Soester Börde. Da ist er wieder. Die Feinstaubparty. Aber die letzte der drei Weltstädte schon hinter uns, die wir durchlaufen müssen. Habt ihr gesagt, wir sehen uns immer wieder. So, da sind wir wieder zurück in Soos. So, die letzten Meter. Ziel in ein, läuft jetzt der Thomas Kühnen. Durchlaufen. Da. Stopp eure Zeit, da habt ihr die 15 Kilometer. Grüner Ritter Dickmann vom Grünspargel. Holt! Sehr schön, locker. Du bist ja auch nicht hingelaufen. Die Frau Werner 03 hat dort mit der Organisation gut und was zu tun. Erfahrener Landstrecken auch im Fahrradbereich. Herrlich hier. Immer siehst du mal. Herrlich Atmosphäre hier im Ziel. Echt toll hier. Auch wieder gelaufen wird auf der Kurs. Sehr schöner Zieleinlauf. Hat sich gelohnt. Durchlaufen bis zum Ziel. 39 Minuten. So, von diesen netten Damen gibt es jetzt die Medaillen. So, da ist die Medaille. Heute mal in Eckig. Sonst fahren sie immer rund. Weiter durchlaufen bis zum Ziel. Hier ist noch nicht Schluss. 185, Maurice Seger im Oberteil vom ersten Tipp. Alles klar? Ja. Gut. Eine hohe spannende Leistung. Herausragend, Junge! Schnell den Helm ab, zu Gebet. So, Glückwunsch, sauber! Durchlaufen, durchlaufen, bitte. Melanie Bär. Sehr schön. Sauber! Glückwunsch! Netto alle! Da ist er! Und wie war's? Zum Ziel! Alexander hat gemacht, den nächsten Lauf hier, der Verrückte! Und wie war's nach dem Hinweg? Ging gut! Problemlos! Okay, da passen aus Horn. Und das Horn? Wir haben 30 Kilometer in den Beinen. Hey, da seid ihr ja! Gabi Ratner von LC Sobert Ravensberg. Sehr schön! Hi! Dann Lorin Weinreich und Marcel Bollstedt. Hallöchen! Laufzeit 1 Stunde 35. Das Ziel erreicht Stefanie Nehmert. Alles meine Tempo weiter! Frank Weiß. Jawohl! Heiko, wie geht es? Und das Ziel geht es reicht weiter. Ihr müsst noch stimmen, ihr müsst noch reinstimmen, bitte. So, mit der sehr guten Zielverpflegung, in flüssiger Form. Endet dann auch dieser Silvesterlauf im Gewusel. Jetzt mal schnell zum Auto trockene Sachen anziehen. Und danach können wir noch ein bisschen beim Helmut erzählen.
So, das war der Silvesterlauf von Werl nach Soest. 15 Kilometer mit 15 Kilometer Warmlaufen haben wir auch noch nicht gemacht. War eine nette Truppe auf dem Hinweg. Hat Spaß gemacht, den ganzen Wanderern und Walkern entgegenzukommen. War dann nochmal ein schöner Trainingslauf auf der zweiten Hälfte. Die gewohnt gute Stimmung im Zieleinlauf. Viele nette Lauffreunde getroffen. Und wir gucken mal jetzt, ob der Helmut und der TV Flerke noch eine Bratwurst für uns übrig hat. Bis dann, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns demnächst auf den Pisten dieser Welt. Guten Rutsch. We'll be right back.